Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich und danke, dass ich hier sein darf, lieber Herr Remmers. Das Wort von den Zeitschriftstellern, das macht mir Sorge, weil zu meinen anstrengendsten Aufgaben bei der Zeit gehört, den Redakteuren das Gefühl wegzunehmen, sie seien Schriftsteller. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Journalisten und Schriftstellern. Und wenn es sich manchmal trifft, dann ist es ein Segen. Aber der Anspruch ist das Problem. Es ist ganz interessant, dass es gibt keinen Text über das Leben und das Wirken von Josef Görres, in dem nicht folgendes Zitat vorkommt. Ich bin dankbar, dass Sie es nicht erwähnt haben. Dass nämlich Napoleon selbst Görres rheinischen Merkur als fünfte feindliche Großmacht in Europa bezeichnete. Das ist ein interessantes Wort. Damit ordnete der französische Kaiser den Einfluss der gedruckten Nachrichten direkt hinter der militärischen Schlagkraft von Russland, Preußen, Österreich und England ein. Also ein großes Kompliment. Noch heute versehen wir Journalisten unsere Arbeit gerne mit dem Siegel vierte Gewalt. Also wir sind um einen aufgerückt. Auch wenn wir damit natürlich nicht mehr Armeen meinen, sondern hinter Legislative, Exekutive und Judikative einordnen. Neuerdings, Sie haben es gerade erwähnt, gibt es noch eine andere Bezeichnung für uns, die uns wehtut, weil sie als besonders ehrenrührig auch anzusehen ist. Nicht nur Lügenpresse, sondern auch Systempresse. Ja, so wären wir von Plakaten, aus Online-Kommentaren und manchmal auch live bei Veranstaltungen beschimpft. Die Beleidiger wollen unsere Integrität und damit nicht weniger als das Fundament unserer Arbeit in Frage stellen. Es handelt sich bei Ihnen vor allem um Menschen, die sich in einem komplett selbstreferenziellen System bewegen. Ihre Informationen suchen Sie sich selbst zusammen und bedienen sich dafür vor allem dort, wo Sie Ihre eigene Meinung bestätigt sehen. Und auch auf Facebook, dem Algorithmus sei Dank, werden Ihnen nur noch Texte angeboten, die zu Ihrer Weltsicht passen. Unsere Medienwelt haben diese Leute längst verlassen. Ich möchte Ihnen von einem beispielhaften Ereignis erzählen, um das sich Verschwörungstheorien ranken bis heute. Vor gut 3 Monaten, am 29. September 2015, führte der Journalist und Moderator Carsten Hädler auf N24, also einem Nachrichtenfernsehsender, ein Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, über die Zustände in Flüchtlingsunterkünften. Es war eine sehr offene Unterhaltung, in der dieser Wendt, also dieser Polizeigewerkschaftler, nicht um kritische Worte für die Regierung verlegen war. Es muss erst immer überall lichterloh brennen, bis die was auf die Reihe bekommen, so sagte Wendt unter anderem. Im Netz wurde er für diesen Klartext gefeiert. Doch Anfang Oktober verbreitete sich auf einmal das Gerücht, das Video sei aus der N24-Mediathek verschwunden, zensiert worden aus Berlin. Aktivisten riefen dazu auf, das Videointerview auf möglichst vielen YouTube-Kanälen hochzuladen, damit, so die Parole, die Wahrheit nicht unterdrückt werden könne. Als Medienbeobachter das Thema schließlich aufgriffen, fühlte N24 sich genötigt zu reagieren. Ich zitiere, es ist unwahr, dass das Video nach kurzer Zeit wieder aus dem Netz genommen wurde. Auf Nachfrage haben wir das Video sogar an interessierte Zuschauer kurz nach Ausstrahlung über unseren Infoservice zur Verfügung gestellt. Der Vorwurf, wir würden bewusst Videos von unserer Website löschen, weil uns Aussagen zu deutlich waren, ist schlicht Unfug. Soweit die Stellungnahme von N24. Dazu stellten die Kollegen ein weiteres Interview mit Rainer Wendt, der versicherte, nie zensiert worden zu sein, und der die Gerüchte gelassen kommentierte. Ich zitiere wieder, unsere Demokratie ist wirklich stark genug, auch solche Diskussionen auszuhalten, meinte er. Doch wir alle wissen, das Internet vergisst nicht und so halten sich Gerüchte dort besonders hartnäckig. Bis heute erreichen uns auch bei der Zeit Zuschriften von Lügenpresserufern,
die auf den Fall Wendt N24 hinweisen. Es gibt offenbar kein Mittel, ihnen beizubringen, dass es einfach nicht stimmt. Wie kommt es dazu, dass wir uns auf unsere Arbeit in letzter Zeit so häufig, für unsere Arbeit so häufig rechtfertigen müssen? Weil uns mehr denn je zu schaffen macht, was der Medienwissenschaftler Bernard Perksen als die fünfte Gewalt bezeichnet. Er meint damit eine kritische Öffentlichkeit, die sich über verschiedene Plattformen im Internet Gehör zu verschaffen versteht. Bei einem Teil dieser Öffentlichkeit, einem besonders lauten, zementiert sich in den vergangenen Monaten zunehmend ein fataler Eindruck. Eben als Lügenpresse, Mainstream-Medien, als Systempresse, die von einem ZK, interessant auch ZK, geleitet werden. Da merkt man auch, dass viele dieser Vorwürfe aus dem Osten kommen. wurden wir beispielsweise beschimpft, als die ARD-Moderatorin Dunja Hayali sich auf eine AfD-Demo in Erfurt begab, um mit den Demonstranten über ihren Blick auf die Medien zu sprechen. Was ist da eigentlich passiert? Leider so gab es ja auch Vorfälle, und die besorgen mich selbst am meisten, die derartige Verschwörungstheorien schüren. Die Ereignisse der Silvesternacht in Köln, an die Sie auch gerade erinnert haben, Herr Remmers, und in anderen deutschen Großstädten sind für mich ein klarer Wendepunkt gewesen. Schlimm genug, dass sie passiert sind, diese Ereignisse. Aber es darf nicht geschehen, dass danach in der deutschen Presselandschaft tagelang nichts darüber berichtet wird. Nichts. Was in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag geschah, darf nicht erst am Montag bundesweit bekannt und dann auch nur zögerlich verbreitet werden. Es kann nicht wahr sein, dass das zweite deutsche Fernsehen sogar am Montag noch über die Vorfälle in Köln nicht berichtete. Oder so eine überragende Zeitung wie die Süddeutsche dazu nur eine Meldung im Panorama bringt, also auf der vermischten Seite. Das war der Dienstag. Solche Entwicklungen scheinen fatale Vorurteile zu bestätigen, dass nämlich unliebsame Auswirkungen des Zuzugs von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund bewusst verschwiegen werden. Auch ich kann mich in der Frage, warum die Meldung über diese Vorfälle so spät kamen, des Eindrucks nicht erwehren, dass nicht sein durfte, was nicht sein sollte. Polizei, Behörden und Medien haben in der Kommunikation und transparenten Aufklärung versagt. Dennoch sage ich Ihnen, auch wenn diese Versäumnisse bis heute unbegreiflich sind und bleiben, wir sind ein sich selbst korrigierendes System. Sobald das Thema erst einmal bekannt war, gab es eine hervorragende und ausgewogene Berichterstattung, auch und gerade beim ZDF und der Süddeutschen Zeitung. Aber die Ereignisse in Köln und die Reaktion der Presse lassen keinen Zweifel zu. Wir müssen uns mit den Vorwürfen auseinandersetzen und uns fragen, ob die Kritik an unserer Arbeit in Teilen nicht berechtigt ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sollten uns von Systempresseparolen nicht beeindrucken lassen. Meiner Einschätzung nach sind es allenfalls 10% der Bevölkerung, die so denken, wenn es hochkommt. Ich bezweifle sehr, dass wir diese 10% jemals erreicht haben. Ob das also möglicherweise abtrünnige Leser und Abonnenten der FAZ, der Süddeutschen, des Spiegel oder der Zeit sind. Was mich aber beunruhigt, ist, dass die Zweifel an unserer Integrität mittlerweile weitere gesellschaftliche Kreise gezogen haben. Sie reichen bis in das Umfeld von Menschen, die unsere Zeitung durchaus lesen, die wir kennen, mit denen wir vielleicht sogar befreundet sind. Diese Menschen müssen wir unbedingt zurückgewinnen. Wenn Sie wüssten, wie viele Zuschriften von Lesern und Abonnenten uns wöchentlich erreichten, in denen ganz vernünftig erscheinende Schreiber den Verdacht begründet sehen, dass wir in irgendeiner Art und Weise gesteuert seien, wahlweise von der aktuellen Regierung, DAX-Unternehmen oder den USA, Sie würden wirklich erschaudern. Jeden Journalisten müssen solche Beschuldigungen empören. Wie kann man glauben, ein Anruf von ganz oben oder aus Berlin reiche aus, damit wir einlenken? Wie kann man uns einer Verschwörung bezichtigen? Uns, Journalisten, die wir doch angetreten sind,
um zu sagen, was ist, zu informieren, Meinungen und Analysen anzubieten. Uns, die wir den NSA-Skandal aufgedeckt, Gurlitt gefunden, Steuerhinterzieher enttarnt und über die Morde der NSU aufgeklärt haben. Noch vor 2 Jahren wurde der VW Golf zum gelben Engel, dem Lieblingsauto der Deutschen, gewählt. Heute sind dank der Kollegen von Süddeutscher Zeitung, Spiegel und Handelsblatt sowohl die Machenschaften des ADAC als auch die von VW bekannt. Darum, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich fest davon überzeugt, wir dürfen das einmal in uns gesteckte Vertrauen nicht verspielen. Ging es beim Vorwurf der Lügenpresse um ein paar verlorene Abonnenten, um eine geringere Auflage, es wäre ein wirtschaftliches Problem, das jedes Medium für sich regeln müsste. Doch, wie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle betonte, kommt dem kritischen Journalismus eine maßgebliche Bedeutung für das Funktionieren der Demokratie zu. Vertrauen immer weniger Menschen auf die Informationen seriöser Medien, so ist folglich unsere Staatsordnung selbst in Gefahr. Oder, um es mit einer Abwandlung eines Bert Brecht-Zitat zuzuspitzen, stell dir vor, es ist Tagesschau und keiner guckt hin. Wir dürfen dieser Verleumdung unserer Branche nicht einfach zusehen. Vor allem nicht, weil der Vorwurf der zentralen Steuerung so abwegig ist, wie kaum sonst etwas, das ich in den vergangenen Jahren gehört habe. Ich werde jetzt ein großes Wort in den Mund nehmen, aber lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich das nur tue, weil ich davon zutiefst überzeugt bin. Die deutschen Medien gehören zu den besten, zu den unabhängigsten Medien der Welt. Wir haben eine Meinungsvielfalt, die es in der deutschen Geschichte noch nie gab. Selbstverständlich müssen wir Kritik üben, auch wenn wir alle wissen, dass es gerade Journalisten schwerfällt, sich Fehler einzugestehen. Aber bei aller notwendigen und berechtigten Kritik dürfen wir nicht die Wertschätzung für all das verlieren, was in Deutschland gut und erhaltenswert ist. Ich bitte Sie, mein Loblied auf die deutsche Presselandschaft im Hinterkopf zu behalten, wenn ich jetzt mit unserer Branche trotzdem hart ins Gericht gehe. Es besteht kein Zweifel, dass wir in Deutschland gerade eine generelle Vertrauenskrise erleben. Viele Menschen fragen sich, wem soll ich überhaupt noch glauben und an wen kann ich mich halten? Das betrifft Unternehmen genauso, wie es seit der dramatischen Turbulenzen an den Finanzmärkten im Jahre 2008 die Banken betrifft. Es gilt für die Kirche leider nach ihren Missbrauchsfällen und anderen Skandalen. Es gilt für die Politik sowieso und ganz besonders gilt es für den Journalismus, denn trotz des erwähnten Medienreichtums glauben ja eine Menge Menschen in Deutschland an eine Systempresse. Vor einem halben Jahr hat die Infratest DIMAP im Auftrag der Zeit eine Studie zum Medienvertrauen in Deutschland erstellt. Danach haben nur noch 4 von 10 Deutschen ein sehr großes oder großes Vertrauen in die politische Berichterstattung der Medien. Die Mehrheit, insgesamt 60% der 1000 repräsentativ Befragten, gab an, wenig, 53%, oder gar kein, 7% Vertrauen in die Medien zu haben. Also gar kein, Sie sehen, der Teil, der nicht mehr zu gewinnen ist, ist noch relativ klein. Aber wie konnte es dazu kommen? Man sollte es sich mit einer Herleitung dieser Lage nicht zu einfach machen. Dennoch will ich Ihnen 3 Gründe nennen, die meiner Meinung nach dafür maßgeblich sind. Denn wir Journalisten selbst haben auch durch eigene Versäumnisse zu diesem Vertrauensverlust beizutragen. Lassen Sie mich ganz offen sagen, es gibt Berichte, Schlagzeilen, Sendungen, bei denen sich auch mir der Magen umdreht. Geschichten, die völlig frei erfunden sind, zwischen Frau mit Herz, Astrowoche und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bestehen eben doch himmelweite Unterschiede. Im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Lesers oder Zuschauers liefen viele Medien immer heißer. Der Übermut wandelte sich in eine Skandalisierung und Boulevardisierung der Medienberichterstattung auch in bis dato seriösen Medien um. Erinnern Sie sich, die Sensationen überschlugen sich. Kachelmann soll vergewaltigt haben, Guttenberg hat abgeschrieben, Wulff ist bestechlich, Schawan hat ebenfalls plagiert,
Hoeneß hat Steuern hinterzogen, Ali Schwarzer auch, Edati guckt Kinderpornos und Di Lorenzo hat zweimal gewählt. Die Erregung ging bis in die absurdesten Details. Im Fall Christian Wulff beispielsweise stellte ein wichtiger Verlag offiziell und allen Ernstes die Frage, Anfrage an den Medienanwalt, trifft es zu, dass Christian Wulff bei der Schülerratswahl an seinem Gymnasium in Osnabrück Schüler der Unterstufe mit After-Eight-Schokolade kaufen wollte? Das klingt lustig, aber stellen Sie mal vor, Sie kriegen so eine Anfrage. Wenn wir Menschen derart auf den Prüfstand stellen, wer ist dem eigentlich noch gewachsen? So ein Blick auf die Gesellschaft zeugt nicht von einem moralischen Kompass, es ist im Gegenteil die Neuauflage des mittelalterlichen Prangers. Ich finde, wir machen es uns bei der Unterteilung der Welt in Gut und Böse viel zu einfach. Ist es wirklich das, was wir als Aufgabe der vierten Gewalt verstehen wollen? Ob die Vorwürfe wie in vielen der genannten Fälle berechtigt waren oder, wie sich später herausstellen, in vielem unberechtigt. Wimmelt es in Schlagzeilen nur so auf, vor Ausrufezeichen, kommt die Berichterstattung bereits als einer Vorverurteilung gleich. Da kann es nicht ernsthaft überraschen, dass das Misstrauen und die Häme, die wir beständig gesät haben, am Ende auf uns selbst zurückfällt. Wir sollten uns also dringender denn je fragen, welche Rolle wir Journalisten in dieser Gesellschaft spielen wollen. Wollen wir Aufregung erhöhen, Treibjagden anheizen und Hysterie schüren? Oder das genaue Gegenteil davon, wofür ich dringend plädiere? In den komplizierten Krisen der aktuellen Weltlage haben sich viele Medien gefreut, in den sogenannten Fällen, also den Skandalen, die ich gerade erwähnt habe, mal wieder klare Kante zeigen zu können. Doch diese Tendenz führt zum nächsten Problem, dem Eindruck nämlich, dass wir alle unter einer Decke stecken. Das ist nicht nur oft falsch in der Sache, es schadet uns auch. Schon seit einiger Zeit beobachte ich in den deutschen Medien einen besorgniserregenden Hang zum Gleichklang. Immer wieder höre ich von wohlgesonnenen Leserinnen und Lesern dieselbe Frage. Sprecht ihr euch eigentlich ab? Ich muss Ihnen nicht sagen, dass wir das natürlich nicht tun, aber dass dieser Eindruck überhaupt entstehen kann, ist für mich ein Alarmzeichen. Das Merkwürdige ist, dass der Konformitätsdruck nicht von mächtigen Medienunternehmern, Regierungschefs oder anderen finsteren Mächten ausgeübt wird. Vielmehr kommt er aus unserer eigenen Mitte. Er geht von uns Journalisten aus, zum Teil auch von Lesern und Zuschauern. Zunächst einmal, das muss man eingestehen, kommt das auch daher, dass unser journalistisches Personal in der Regel, hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, zu einheitlich sozialisiert ist. Unsere Hintergründe sind zu ähnlich. Wenn Redaktionen neue Leute einstellen, nehmen sie jemanden, der zu uns passt. Darüber hinaus neigen viele Medien aber auch dazu, sich an die Spitze der Nörgler und Herumhacker zu stellen, weil sie sich davon noch am ehesten das Interesse ihrer Leser und Zuschauer versprechen, die ansonsten der Parteipolitik müde sind. Und wenn Sie mich fragen, der Druck aus dem Netz tut das Übrige zur Konformität. Denn wer unliebsame Meinungen äußert, riskiert den berühmten Shitstorm. Auf der falschen Seite zu stehen, ist unangenehmer denn je geworden. Der dritte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist ein zutiefst menschlicher. Es ist der mangelnde Umgang oder der nur mangelhaft souveräne Umgang von Journalisten mit ihren eigenen Fehlern. Wie bei den bereits erwähnten Skandalen um einzelne Politiker gilt auch für die Medien, einen Fehler zu machen ist das eine, der Umgang damit das zweite. Ein besonders eindrückliches Beispiel für dieses Problem war der Furor, den die Tagesschau vor gut einem Jahr erlebt hat. Die Kollegen berichteten vom Trauermarsch durch die Pariser Innenstadt für die Opfer des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Sie erinnern sich bestimmt. Dabei blieb unerwähnt, dass die Reihe von hochkarätigen Staatsoberhäuptern nicht etwa Teil des großen Trauermarsches war, sondern in einem separaten Block
ging. Die Kamerabilder ließen, zumindest in der ersten Welle der Berichterstattung, darauf auf keinen Schluss zu. Doch guter Journalismus heißt, möglichst genau zu sein. Es hätte selbstverständlich sein müssen, zu berichten, dass die Staatsoberhäupter aus Sicherheitsgründen vom Rest der Menschen getrennt waren. Sofort aber wurde die Tagesschau regierungsverherrlichende, zensierte Berichterstattung vorgeworfen. Und ganz unter uns, ich glaube, diese Fixierung auf Fehler hat eine psychologisch entlastende Funktion. Wenn ich meine ganze Emotionalität, meine ganze Wut darauf richten kann, dass die Tagesschau einen Satz nicht gesagt hat, dann muss ich mich mit den viel wichtigeren Problemen nicht mehr auseinandersetzen. Dass das ein Anschlag war auf unsere Zivilisation und dass der Westen auch herausgefordert ist, sich zu wehren, und das macht verdammt viel Angst. Aber zurück zu unseren Fehlern. Und ich bitte Sie auch in diesem Punkt, mich nicht misszuverstehen. Ich ärgere mich über Fehler, grün und blau, und besonders dann, wenn es meine eigenen sind, und natürlich auch über die meiner Redaktion. Fehler sind blöd, ärgerlich, aber eben leider auch unvermeidlich. So sehr man sich auch müht, wer macht, macht Fehler. Und wer Fehler macht, sollte sich dazu bekennen und gegebenenfalls sich auch mal entschuldigen. Keinem Chefredakteur, keiner Sendung oder Redaktion bricht dadurch ein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, nichts wirkt wahrhaftiger als das Bekenntnis, trotz des großen Bemühens, alles richtig zu machen, versagt zu haben. Wer sich nicht äußert oder gar Fehler leugnet, nährt die Theorien derer, die mehrere Fehler zu einer Systemfrage verknüpfen. Dass in diesem Punkt ein Umdenken geschieht, lässt sich seit Anfang des Jahres erkennen, also seit den Ereignissen, berühmten Ereignissen auf der Kölner Domplatte. Am 6. Januar entschuldigte sich Elmar Thewissen, also immerhin der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, öffentlich dafür, dass das ZDF zu lange mit einer Berichterstattung über die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht gewartet hatte. Es war ein Versäumnis, hat er gesagt, dass die 19 Uhr Heute-Sendung die Vorfälle nicht wenigstens gemeldet hat, so Thewissen. Die Heute-Redaktion entschied sich jedoch, den geplanten Beitrag zu verschieben, um Zeit für ergänzende Interviews zu gewinnen. Das war jedoch eine klare Fehleinschätzung, sagt Thewissen. Nur knapp zwei Wochen später entschuldigte sich auch heute Journal-Anchorman Klaus Kleber. Er hat in seiner Sendung vom 30. Dezember 2015 Zweifler an der Flüchtlingspolitik Angela Merkels mit Rechtspopulisten und Neonazis auf eine Stufe gestellt. Das sei, sagt er, zitiere, fahrlässig moderiert gewesen ist, kommt fast schon einem Strafbestand gleich, jedenfalls im Eingeständnis. Und diese Eingeständnisse haben eine neue Qualität. Oder können Sie sich den Boss eines DAX-Unternehmens, den Vorsitzenden einer Partei vorstellen, der auch in Detailfehlern so deutlich und selbstkritisch Stellung bezieht? Ich sage es nicht gerne, aber unser Ruf als unbeteiligte Beobachter steht bei unseren Lesern auf dem Spiel. Wir selbst sind zum Thema geworden und müssen uns dem Bedürfnis nach mehr Verständnis mit widmen. Was also können Sie, was also können wir in Zukunft tun? Zunächst einmal Aufklärung und Transparenz leisten. Wir können erklären, was wir tun und warum. So simpel das klingt, so nachhaltig wird es wirken. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es ist kaum zu erfassen, wie viel Unverständnis und Unkenntnis über unseren Beruf herrscht. Ich möchte Ihnen von einem Fall erzählen, der bereits ein Jahr alt ist, aber exemplarisch für die mangelnde Kenntnis um die Struktur der vierten Gewalt steht. Die Kollegen Katja Döhne und Max Schmutzer vom Spiegel Online waren auf einer Legida-Demonstration, also der Pegida-Abwandlung in Leipzig, unterwegs und wollten mit den Menschen über ihr Verhältnis zu den Medien sprechen. Das ist ganz einfach, erklärte ein Demonstrant der Reporterin in dem Video. Die Journalisten haben eine Konzession, und wer nicht spurt, der ist die Konzession los. Die Reporterin widerspricht. Jeder darf Journalist sein, selbst Sie dürfen Journalist sein, wenn Sie wollen.
Doch der Demonstrant insistiert, ja, ich brauche aber eine Konzession. Zum Schluss ist nur noch die verzweifelte Stimme der Reporterin zu hören, nein, das stimmt doch nicht. Wenn die Menschen nicht mal mehr um die besondere Verankerung der Pressefreiheit in Artikel 5 des Grundgesetzes wissen, sich also nicht bewusst sind, dass die Berufsbezeichnung Journalist nicht geschützt und Zensur verboten ist, wie sollen sie sich da ein realistisches Bild von den Abläufen in einer Redaktion machen? Nur wer informiert und kommuniziert, hat eine Chance, der Angst den Wind aus den Segeln zu nehmen. Viele Menschen kennen heute nicht mal mehr den Unterschied zwischen verschiedenen journalistischen Formaten. Erläutern Sie, dass eine Nachricht Informationen zusammenfasst, ein Kommentar aber ein Meinungsstück ist, das polarisieren und nicht Allwissenheit demonstrieren soll. Wir müssen die Diversität an unserer Meinung in Leitartikel und Pro- und Kontrastücken aufzeigen. Wir müssen uns eingestehen, dass in dieser Welt nicht alles schwarz oder weiß ist. Es gibt auch noch viele andere und, wie ich finde, sehr schöne Farben. Wir müssen Haltungen und Tendenzen aufzeigen. Dafür sind Kommentare da. Wir haben auch schon bei der Zeit große Schlachten geschlagen, beispielsweise für die Ostpolitik, für die Versöhnung mit Israel, für den Schutz der Bürgerrechte. Nur eins dürfen Medien nie: Vorfälle und Verbrechen verschweigen oder kleinschreiben, damit sie der vermeintlich falschen Seite nicht in die Hände spielen. Denn wir sind die Staatsanwälte der Information. Der Leser oder Zuschauer ist der Richter. Darum sollten wir selbst nicht zu Akteuren werden, auch nicht für eine gute Sache, wie beispielsweise eine große Boulevardzeitung mit ihrer Welcome Refugees Aktion. Es ist meine dringende Empfehlung auch an alle Kollegen in unserem Haus: Journalisten dürfen nicht befangene Akteure sein, die Kampagnen organisieren, statt kritische Begleiter zu sein. Und das sage ich Ihnen als einer, der 1992 hier in München als Redakteur der Süddeutschen zu den Initiatoren der ersten Lichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Deutschland gehörte. Instrumente der Aufklärung entwickeln wir auch in der Zeit gerade. Seit 12 Wochen steht neben großen Artikeln der Informationskasten hinter der Geschichte. Und der soll unseren Lesern eine Art Making-of anbieten. Denn häufig sind die Menschen heute ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt, dass ein Kollege für eine Reportage 5-mal an denselben Ort gefahren ist oder mit 30 Personen gesprochen hat oder 5000 Seiten Ermittlungsakten gelesen hat oder über eine Person über ein Jahr hinweg 25 Mal getroffen hat. Verlorene Liebesmüh, werden einige von Ihnen vielleicht jetzt denken, wer einmal Lügenpresse ruft, ist nicht mehr zu retten. Das gilt vermutlich für einen Teil der Menschen, vielleicht auch für einen großen Teil, aber eben nicht für alle. Darum will ich Ihnen von einem Beispiel erzählen, das mich sehr beeindruckt und mich in meiner Hoffnung bestärkt hat. Danko Handrik, Chefreporter des Mitteldeutschen Rundfunks, hat vor wenigen Tagen, also diese Woche noch, während einer Montagsdemonstration von Pegida in Dresden Demonstranten angesprochen und eingeladen, ihn einen Tag lang in der Nachrichtenredaktion zu besuchen und sich selbst anzusehen, wie dort gearbeitet wird. 2 wohlsituierte ältere Herren, beide bereits seit über einem Jahr jeden Montag für Pegida auf der Straße, haben das Angebot tatsächlich auch angenommen. Der Feindkontakt, wie es witzelnd im Bericht hieß, verlief erstaunlich. Die beiden nahmen an Themenkonferenzen und Sendungskritiken teil, lernten die Abläufe der Redaktion und die Gesichter hinter den Namen kennen. Auch die Arbeit am Schnittplatz. Fazit des Pegida-Anhängers Herr Hempel, Vorname habe ich mir leider nicht gemerkt: Der Tag war für mich sehr interessant, da ich niemals wusste, wie so etwas funktioniert. Und ich bin auch überzeugt, dass die Dinge, die hier dargestellt werden, zumindest in den Hauptpunkten richtig sind. Es ist eine alte Weisheit, dass Beziehungen Arbeit bedeuten. Um unser Verhältnis zum verunsicherten und skeptischen Teil der Bevölkerung dauerhaft zu bessern, sind kleine Schritte nötig. Wir sollten mit den Skeptikern sprechen, wir sollten die Zweifler mit Transparenz und Argumenten überzeugen.
Denn nur mit Offenheit und gelebter Meinungsfreiheit lassen sich in Deutschland echte Debatten führen. Nun habe ich ziemlich viel Selbstkritik geübt und Selbstgeißelung betrieben für den Chefredakteur der größten deutschen Zeitung nach der Bild-Zeitung, werden Sie jetzt vielleicht denken. Ich will Ihnen aber auch nicht verschweigen, was meiner Meinung nach absolut unerlässlich zu diesem Prozess gehört. Anfeindungen und Bedrohungen von Journalisten, wie wir es in den vergangenen Monaten erlebt haben, sind absolut unakzeptabel. Aus der rechten Ecke wird der Journalist an sich zunehmend als Feindbild aufgebaut. Zunächst mit Worten, auch mein Name fällt häufiger in öffentlichen Reden und auf AfD-Kundgebungen. Das ist deswegen interessant, Pegida-Veranstaltungen vor allen Dingen, obwohl, weil ich noch nie einen Artikel allein über Pegida oder die AfD geschrieben habe. Doch es bleibt eben nicht bei verbalen Attacken dieser Art. Zunehmend wird von Übergriffen auf Journalisten berichtet. Im Januar 2005 stand die MDR-Journalistin Uta Deckow bei einer Pegida-Demo an der Bühne, als ein Ordner ihr zuraunt: Ich schlage normalerweise keine Frauen, aber bei dir mache ich schon mal eine Ausnahme. Mitte September letzten Jahres wurde ein MDR-Reporter und ein Mitarbeiter der, wie Sie alle wissen, linksradikalen Dresdner Neuesten Nachrichten von Teilnehmern einer Pegida-Demo getreten und geschlagen unter dem Applaus der Mitdemonstranten. Ich erspare Ihnen weitere Beispiele, viele dürften Ihnen bekannt sein, denn längst sind es keine Einzelfälle mehr. Bei solchen Regelverletzungen hilft nur eins: eine harte, abschreckende Reaktion des Staates durch die Polizei. Umso konsequenter, dass Arno Schupp, der Ressortleiter Berlin-Brandenburg bei der Berliner Zeitung, vor 2 Tagen verkündet hat, die Berliner Zeitung werde ab sofort juristisch gegen alle vorgehen, die ihre Redakteure bedrohen oder diffamieren. Das gilt auch für Kommentare in sozialen Netzwerken. Diese Übergriffe müssen aufhören. Wir aber dürfen uns nicht auf dieses Niveau begeben und uns von diesen Gewalttaten auch nicht entmutigen lassen. Wir müssen auf unsere Weise um die Zukunft des Journalismus kämpfen. Das Vertrauen unserer Leser, Zuschauer, Zuhörer ist eine Prämisse für funktionierenden Journalismus. Ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, ist die schönste Recherche nichts wert. Unsere Arbeit besteht nicht nur darin, den Mächtigen auf die Finger zu gucken. Qualitätsjournalismus, so wie ich ihn verstehe, muss die Menschen dazu befähigen, sich ihr eigenes Urteil zu bilden, um am politischen Prozess teilnehmen zu können. Wir sollten aus der polarisierten Stimmung in Amerika lernen, wo es oft nur noch extreme Positionen und schrille öffentliche Debatten zu geben scheint. Einer solchen Entwicklung müssen wir zuvorkommen, indem wir eine Stimme der Vernunft dagegen setzen. Die Stimme einer Zeitung zum Beispiel, die Menschen nicht öffentlich verurteilt, bevor nicht alle Fakten geklärt sind und die das Lebenswerk eines Menschen in Beziehung zu einzelnen Fehlern setzt und nicht einzelne Fehler über dessen Lebensleistung stellt. Eine Zeitung, die nicht immer mit den Wölfen heult, die Lesern gerade auch Unbequemes zumutet und sich mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzt. In der Zeit gibt es dafür Platz und muss es immer Platz geben. Und erlauben Sie mir jetzt ein pathetisches Schlusswort, denn es kommt von Herzen. Ich werde bis zu der Stunde, in der man mich feuert, verabschiedet oder von mir aus auch aus der Redaktion trägt, dafür kämpfen. Umso glücklicher bin ich, in einer Redaktion zu sitzen mit vielen Kollegen, die das genauso sehen. Wir machen uns gegenseitig Mut und diesen Mut werden wir auch brauchen. Vielen Dank.